so viele Beweggründe, warum die Freunde hierher kommen. Das ergibt diesen bunten, wunderbaren, schönen Blumenstrauß mit so unterschiedlichen, verschiedenartigen, herrlichen Blüten. Gerade jetzt im Dezember hatte ich die Möglichkeit, viele Freunde zu begegnen. Und auch da wieder die Frage, warum, und da frage ich mich, warum sind die alle hier? Warum sind sie gekommen? Oft stundenlange Zug, Bus, Flug. Warum für so einen kurzen Moment sind sie da? Was bewegt sie? Warum ist es so wertvoll für sie, hier zu sein? Dass sie so viel auf sich nehmen, um hier zu sein. Das ist immer eine Frage für mich. Was bewegt die Menschen, dass sie dabei sind? Und die Antworten, die bekommt man dann oft indirekt. Und wenn Menschen berichten, wie schlecht es ihnen gegangen ist, wie schwer das Leben gewesen ist, was sie alles nicht konnten, wie das Böse den Menschen in seinen Klauen hatte. Und wenn die dann erleben, wie sie dann frei geworden sind, liebe Freunde, dann kann ich das verstehen. Dann weiß ich ja, ja. Und die frei werden wollen, die es schon zum Teil erlebt haben, ja, das kann ich nachvollziehen. Und dann die, die da sind, die sagen, ich habe es erlebt, ich will einfach nur Danke sagen. Ich will meine Dankbarkeit durch meine Anwesenheit zeigen. Kann ich auch verstehen. Oder manche, die sagen, ich weiß gar nicht warum, aber es zieht mich immer wieder her. Es tut mir einfach nur gut. Auch die kann ich verstehen. So viele Beweggründe, warum die Freunde hierher kommen. Und das ist so schön, liebe Freunde, und das macht ein Ganzes. Das ergibt diesen bunten, wunderbaren, schönen Strauß, Blumenstrauß mit so unterschiedlichen, verschiedenartigen, herrlichen Blüten.